Ich glaube, das Spiel verarscht mich gerade. Was? Warum? Weiß ich nicht. Ich kann so eine geschissene? Warte mal. Will es vielleicht mehr nach oben bauen? Haben sie aufgekriegt. Sehr schön. Warte. Oben? Nee. Das geht nicht. Nach unten vielleicht? Aber dann wärst du keine Schwebebahn mehr. Interessant, das geht also nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann ich die vielleicht von oben runterziehen? So, jetzt scheint es einigermaßen gut zu laufen. Und jetzt gehe ich ein Risiko ein. Ich kann dir kein Geld schicken. Nee, es ist alles gut. Alles ist gut im Moment. Noch ist alles gut. So, dann müssen wir es jetzt anders machen. Und zwar, wir bauen diese Schienen jetzt hier so weit nach vorne, nach da. Damit der Megaturm nämlich hier auch so eine komische Anbindung hat. So, direkt hier hin. Zack. Fangen wir ganz langsam damit an. Oh, sieht das nicht schön aus? Die Leute gehen bei mir arbeiten. Das meinte ich gar nicht. Ach so. Was interessieren mich deine Leute? Mal ganz böse gesagt. Stellen Sie einen Busbahnhof auf. Nee, der kostet so viel Geld. Tut mir leid, den Auftrag muss ich löschen. Ich habe nur ein Shuttle-Bus-Depot, das reicht mir. Aber das ist echt krass, ich habe 171.000 Einwohner und ein Shuttle-Bus-Depot reicht wirklich. Was will denn der Megaturm hier? Apartment der unteren Einkommensschicht benötigt. Legierungen, Legierungen, da Legierungen, zack. Welche Apartment, welche Marktetage ist denn das? Zu wenig Geld macht. Hier oben. Das ist die zweite Einkommensschicht, die Pappnasen. Nicht die unterste. Ja, kann sein, dass das Rohöl leer ist. Aber dafür gibt es auch hier die... Na also, es geht doch. Nein, wir lassen das Ding hier lieber aus. Ja, ich müsste jetzt eigentlich irgendwann mal so demnächst mal überlegen, meine Kredite wieder abzubezahlen. Mach doch. Die ich aufgenommen habe, nee, kann ich nicht. Ich habe nur 25.000 und 88.000 sind noch zweimal offen. 87.000. Und Plus ist auch gerade nicht irgendwie so dolle 1.200 gerade mal. Das ist natürlich doof. Ja, aber in den Megatürmen liegt es nicht so wirklich. Die machen alle Plus. Ja. Meine Akademie, ich würde gerne was weiter forschen, aber ich kann nicht. Ich brauche 75.000, um so einen scheiß Wellengenerator zu forschen, den ich brauche, damit ich die Akademie auf Stufe 4 rein raufbringe. Ich freue mich gerade, ich habe mein erste Omega- und Co-Werkstoff-Gedöngsfabrik zum Laufen gekriegt. Toll. Ja. Und schon habe ich einen Plus von 5.800. Fusionsreaktor-Etage. Die würde ich auch gerne bauen. Eine Megatürme kommt erst später bei mir. Da halte ich noch halte ich da die Finger von. Wie viele verlassene Gebäude ich einfach bei mir habe. Drohendes Finanzproblem. Ja, 1600 Miese. Toll. Was soll ich jetzt dagegen tun? Ups. Ich kann dagegen nichts tun. Was soll ich denn da machen? Hört sich nicht pralle an. Vielleicht muss man das Rathaus schließen. Nein, schlechte Idee. Oh, ist ja minus 9000 die Stunde. Das ist ein bisschen zu viel. Hast du den Bankrottbildschirm? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ein Kredit kann ich noch. Minus 10.000. Jawohl.
Okay, ja. Vielleicht habe ich den Bankrottbildschirm. Ich habe versehentlich kurz ins Rathaus geschlossen, das war eine dumme Idee. Nee. Naja, ja, eigentlich wollte ich es ja schließen, aber naja. Dann machst du einfach wieder auf. Hab ich ja. Nehmen Sie einen Kredit an. Alles klar. Ach ja, kein Wunder mache ich so viel Minus. Warum? Ja, der hat die Steuern wieder runtergesenkt. Ach, ja klar, sicher, weil das Ding dich gemacht hast. Nein, weil das deine Finanzabteilung ist, die bei mir wieder nicht angekommen ist. Hä, warum? Aber die läuft doch. Die habe ich doch gar nicht dich gemacht. War immer noch Minus. Na gut, ich muss einen kleinen Kredit annehmen. Okay, ja. Ja. Also wenn jetzt hier nicht gleich was passiert mit einem Wunder, dann kann ich gleich irgendwie, naja. Einpacken? Was kann ich dann schließen? Ich kann ja noch nicht mal sagen, okay, ich schließe die Akademie, weil dann gehen meine Megatürme nämlich einen Bach runter. Ah, Moment, Moment, Moment. So, jetzt ein bisschen unterstützen kann ich dich. Ich meine, ich habe ja nur noch ein Minus von 2500, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann den Hafen schließen. Mach den dicht. Habe ich. 1300 Minus. Was kann ich denn noch schließen? Was ist denn noch unsinnig? Wo habe ich denn so viele Ausgaben? Polizei. Öffis. Die Öffis. Alles klar. Nee, ein so ein Shuttlebus-Depot kann es doch gar nicht sein. Ich muss tatsächlich hier oben. Muss mal ein paar diese komischen Schaltstellen-Dinger da schließen. Hau ich denn noch ein bisschen mehr drauf oder lasse ich's? Ja, das sieht doch so eigentlich schon ganz okay aus. Aber das sieht scheiße aus. Jawohl, ich bin im Plus. Yay! Ich brauche eigentlich nur das Geld, um die scheiß Kredite abzubezahlen. 50.000 ist unterwegs. Dann bin ich ja sofort... Was, wie viel? 50.000. Das reicht wenigstens für den Kleinen. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so das Derbste, aber es ist immerhin... Ja, es reicht wenigstens für den kleinen Kredit. Dann mache ich ja wieder, sind wieder 1200 irgendwas plus. Die Megatürme machen immer noch Probleme. Der unteren Einkommensschicht benötigt, ja klar. Okay, das alleine über die Ölquellen funktioniert es nicht, jedenfalls nicht so. Ich muss, glaube ich, doch noch Öl importieren. Das heißt, es wird jetzt bei mir richtig teuer werden. Verdammt teuer. Ich kann kein Geld schicken. Ja, das weiß ich. Das ist ja das Problem. Nee, alles gut. Wir, ich krieg doch schon irgendwie. Niklas, wie viel hast denn du? Du hast noch 669.000. Was? Nee. Bei weitem nicht mehr. Ich bin bei 162.000. Okay. Zumindest hat er mir das gerade noch angezeigt. Das war vielleicht noch vor einer halben Stunde oder so. Das kann sehr gut sein, aber jetzt schon mittlerweile gar nicht mehr. Und meine Straßen sind dicht. Weißt du was? Ich reiß jetzt hier die Industrie ab. Brauche ich nicht. Baller dann Wohngebiete da rein. Das ist ein Wohngebäude, weg damit. Eine öffentliche Bibliothek. Nein, jetzt habe ich schon wieder die Schwebebahn abgerissen. Verdammt. Weg damit. Ja! Alles abreißen. Das will ich aber nicht. Ich will die ja behalten. So, ich habe einen Penner. Warum? Was will der hier oben? Grund zu hohe Steuern. Ey, weißt du was? Ich nehme mal meine oberste Einkommensschicht aus. 20%. Lass mal so eine halbe Stunde laufen. So eine gute Entscheidung, oder? Ja, sicher. Danach hast du auf jeden Fall kein Geldproblem mehr. Aber wahrscheinlich auch keine Einwohner mehr. Das ist was anderes. 26.000 plus die Stunde. So viel habe ich jetzt im Moment nicht. Bei mir sind es 8.000. Ja, ich weiß, dass die Steuern zu hoch sind. Er will dann auch schon 20% haben, aber ich brauche die gerade. Oh, fuck. 27.000. Go, go. Ich brauche eine neue Etage hier. Okay. Weißt? Auch geil. Das erste, was ich mache, mit 50.000, wollte ich ja eigentlich gerade eine neue Etage bauen. Mhm. Auf meinen Megaturm, aber ich habe erstmal kurz Kredit abbezahlt. Ihr seid unzufrieden, ja? Ist mir schon klar, dass ihr unzufrieden seid. Wenn ich 70 verlassene Gebäude habe, dann überlege ich es mir vielleicht mal, die Steuern zu senken. Ach
Ach du Scheiße. Oh, Okay. mir fahren gerade hier draußen die Streifenhörnchen rum. Bei dir jetzt vor der Haustür, bei dir, also. Bei mir. Ah. Vor der Haustür. Ja. Ich weiß nicht, was sie Was? da wollen, aber die fahren halt da einfach mal rum. Ja, wenn sie meinen, dann. Wenn sie Spaß dran haben. Ja. Vielleicht gibt's da Dumme ja irgendwo. Streifenhörnchen. Vielleicht gibt's da ja irgendwas umsonst oder so. Weiß ich nicht. Nein! Fuck! Ah, nein, ich wollte doch kein Abwasser-Dingens-Scheiß-Schrott What the fuck? bauen. Ich erhöhe die Steuern und es kommen immer mehr Einwohner zu mir. Ah! Ich wollte nur ein Gebäude abreißen, nicht gleich die ganze Straße. Das Beste, was dir eigentlich passieren kann. Ich habe 181.000 Einwohner. Nett? Ja? Ja, bei Das ist mir. wirklich sehr nett. Das heißt, du hast die Steuern einfach nur erhöht und bei dir strömen jetzt die Leute wie bekloppt hin. Genau, den geht da einer drauf richtig ab, ey. Geil. Oh Sollte ja. ich auch gleich mal machen. Einfach mal spontan die Steuern erhöhen. Ich habe jetzt 192, Ach du Scheiße. 194.000. 31.000 plus die Stunde. Go, go. Und 181.000 Einwohner. Oh fuck, wo ist mein Und ganzes. ey, Mann, was geht denn hier ab? Warte mal, ich kann ja hier eigentlich die Luftreiniger-Etage draufbauen, oder? Ich mal, hallo? Nee, lieber nicht. Ich brauche mehr Käufer, um Gewinn zu machen. Hier, Apartment-Etage 2. Es gibt einfach nicht genug Läden. Geht doch zu dem Laden da oben. Der braucht doch Leute. Wie zu lange, zu langsame Omega-Lieferung. Das kann gar nicht sein. Es läuft alles wunderbar hier. Ist doch alles klasse. Kann ich das Ding nämlich. Ey, 182.000 Einwohner, wo kommen die alle her? Wollt ihr von mir? Geht weg. Will euch nicht. Ich bin jetzt bei gemütlichen 97.000 im Moment. Ey. Ich kann gar nicht so viel bauen auf die Schnelle, wie ich eigentlich will. Die Polizeiwache? Nee, Feuerwehr hat Probleme. Feuerwehr sagt. 183.000, ja. Ich meine, ich habe vier verlassene Gebäude, aber gut. Was hat man so hohe Steuern? Das sind doch nur die Stufe 1 Gebäude, die abhauen. Die Dreier, die juckt es gar nicht. Die blechen halt einfach. Meine ganz andere Frage. Hast du Ich mir habe kein so. Geld. Nee, ich meine Chemiefahrzeug. Hast du mir eins rübergeschickt gehabt oder nicht? Für Nee. Chemiebrände? Soll ich es mal tun? Ja, das wäre sehr Soll ich nett, dir mal was weil rüberschicken? ja, die habe ich nämlich im Moment. Jo, eins habe ich dir jetzt mal rübergeschickt. Ich selber nur noch eins. Ich schicke dir auch so ein Drehleiterfahrzeug rüber. Jo, das ist vollkommen okay. Weil wenn mir jetzt nämlich die Industrie wegklappt, das wäre extrem scheiße. Die läuft nämlich gerade sehr schön. Es läuft immer einer Jo, ich baue bei rein, mir gerade oder? mal so ein bisschen meinen zweiten Mega, nee, meinen dritten Megaturm ist es ja schon, baue ich mir jetzt mal gerade ein bisschen aus. Und wenn die Etage nämlich fertig ist, dann baue ich, glaube ich, nochmal eine drauf und dann kann ich ja schon die Skybridge-Etage drauf bauen. Oh, Weil ich meine, jetzt. ich habe 290.000 Einwohner, hallo? Und 77. Oh, Sympathierate von 77%. Oh, mei. Also ich weiß nicht, ob man es gerade eben an der Maus gesehen hat, aber ich hatte hier gerade eben übelsten Jumpscare. Sowas hasse ich. Mir ist gerade eine Chemikalienfabrik in der Luft geflogen und das außerhalb des Bildschirms. Aber der Knall ist trotzdem noch ziemlich laut. Ach so, ja, warte mal, ich weiß jetzt, wie es da läuft. Sag mal, dieses Ravoms. Nein, hier. Apartmentetage? Ey, ich finde es so geil. Die ziehen alle ein ohne Ende, die juckt das nicht, denen ist das sowas von scheißegal, wie hoch die Steuern sind. Hauptsache, die dürfen hier wohnen. Jetzt muss ich mir erstmal die Stadt angucken. Ey, das ist. Du musst ja auch vor allem mal die eine Schwebebahn angucken, die hinten beim dritten Megaturm, der jetzt da entstanden ist, langläuft auf der Straße. Die macht auch schöne Wellen. Also wenn du damit fährst, da geht ja dann auch einer voll drauf ab. Bin ich mal gespannt. Ja. Oh, interessant. Das Problem dieses Stufe 2 Gebäudes ist nicht diese hohen Steuern. Nein, die Grundstückspreise sind niedrig. Oh, trotzdem plus von Alles klar. 31.000. Alles gut.
Ja, 20% Steuern, ne? Aber sieht stylisch aus. Kann man nichts gegen sagen. Die Stadt an sich, vom Aufbau, sieht geil aus. Ja, Dankeschön. Musst du dir nachher mal angucken, wenn der zweite Turm auch komplett ausgebaut ist. Ich habe 431.000. Was an Simoleons jetzt mittlerweile? Ja, und 196.000 Einwohner. Ach du Scheiße. Und ich habe immer noch so viel Steuern. Das ist ja das Geile. Das juckt die gar nicht. Ich habe gerade mal ein verlassenes Gebäude. Ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal die 20% steuern. Ja, solange sie sich nicht richtig beschweren, lass es stumpf laufen. Und solange die Ja? Verbrechensrate auch nicht irgendwie großartig dazwischen schießt. Ready, aim, fire!